Grüß euch, ich bin der Daniel. Wir befinden uns heute hier in Böttelsdorf. Wir haben heute die Ehre, ein Kabarett zu machen für den guten Zweck, für die Förderwerkstätte in Albersdorf. Ich habe die Ehre gehabt, ein Drehbuch zu schreiben und Gott sei Dank den Ernst als Partner gefunden, der mit mir heute auftritt. Ich bin der Ernst. Ich unterstütze heute den Daniel bei seinem Kindheitstraum. Ich weiß selber nicht, auf was ich mit eingelassen habe. Schauen wir mal, wie es sich heute ergibt. Ob Leute kommen, ob sie lachen. Aber in Wahrheit, es ist für einen guten Zweck, also kannst du mir nicht schiebrennen. Oder? Oder so. Da hast du recht. Blamieren haben wir uns sowieso schon. Ja. Immer jetzt. Immer. Ja. Lieber Ernst, jetzt wird's ernst. Sehen wir's auch. Wird schon schief gehen. Also, ich habe eine Frage. Hören mich alle? Zu laut. Das spielen wir gerade mit dem Mutter. Das gehört so. Wunderbar. Hört's mir jetzt alle? Wunderbar. Zunächst einmal ein herzliches Dankeschön, dass so gekommen seid heute für den guten Zweck. Alles, was heute bzw. in den letzten Tagen, Wochen eingenommen wurde über die Spendenkasse, kommt wirklich eins zu eins der Förderwerkstätte Walbersdorf zugute. Also das sind wirklich Menschen mit Bedürfnissen, wo es im Leben nicht immer ganz einfach ist, und ich denke, die brauchen uns von der menschlichen Seite her am notwendigsten. Wie gesagt, ein herzliches Dankeschön fürs Kommen, auch an dich, Herr Bürgermeister. Danke fürs Kommen. Und wir werden versuchen, dass wir euch heute gut unterhalten. Und eins muss ich dazu sagen. Ja, wir sind heute zu zweit. Der liebe Ernst hat sich gedacht, er holt sich noch schnell ein Stückchen dort im Kaffeehaus. Aber er hat versprochen, dass er nachkommt. Mit der Möglichkeit hat er es nicht immer so genau, nicht? Ist halt das nicht. Aber jetzt muss ich euch erzählen, was uns heute passiert ist. Waren wir zu Gast? Beim Zirkus. Da haben wir sogar die Ehre gehabt, dass wir dort die Affen fordern. Und dann hat der Zirkusdirektor sozusagen dort gesagt, dass nur er autorisiert ist, die Affen zu füttern, also sonst niemand. Also er ist jetzt das auch nicht, gell? Im Gegensatz zum EU-Parlament. Weil dort gibt es 705, aber dort ist das Anfordern erlaubt. Aber mir ist euch vorstellen, wenn wir dort die Affen fordern, gell? Kommt auf einmal von hinten einer zu mir und klopft mir auf die Schulter, der Affen mit der längsten Pranke. Klingt außer, klopft auf die Schulter und hat aber gedacht, komm mal her. Dann bin ich zugezählt und habe gesagt, was ist denn? Hat er gesagt, wie bist denn du auf uns gekommen? Ja, durchs Kinder selbstverständlich. Nicht? Dann kommt dort der Hund vom Direktor, beißt mich unglücklicherweise, obwohl ich gar nicht gestreichelt habe, ich hab's nicht. Da ist der Direktor zugekommen, ganz aufgelöst, sagt er, ist Ihnen was passiert? So genau. Haben Sie was draufgetan auf dem Fuß? Sag ich, das habe ich nicht braucht, weil der Haxen hat einen so angeschmeckt. Dumm gelaufen. Wie wir vom Zirkus da hergefahren sind, ist von uns zum Beispiel ein Maschinenfahrer gefahren. Das war kurios. Und jedes Mal, wenn die Ampel auf Rot war, ist ein Stein geblieben, lass die Füße auf dem Pedal und fällt um. Fünfmal hintereinander. Jedes Mal stellt er die Maschine wieder auf, setzt sie drauf, wartet bis grün wird und fährt weiter. Aber fünften Mal nach der fünften Kreuzung ist uns Stepper dort so gehört. Entschuldigen Sie mich mal, aber wieso finden Sie jetzt mal mit Ihrer Maschine um? Hat er gesagt, da wissen Sie, meine Frau hat sich scheiden lassen. Und sie hat den Beiwohn von meiner Maschine zugesprochen gekriegt. Und jetzt habe ich nochmal geschafft und ich vergesse das immer. Kann dann natürlich auch passieren. Nicht? Und wenn wir dann gekommen sind zur Judith ins Kaffeehaus, haben wir zwei ältere Damen reden gehört, die waren ganz lieb, und da hat die eine Frau zu anderen gesagt, du, ich kann dir berichten, mein Mann ist ein Engel. Und die andere gesagt, hast du ein Kind, bei meiner lebt noch. Kann da natürlich auch passieren, nicht? Dann hat bei einer Frau dort, also umgekehrt, bei einem Mann das Telefon geläutet, hinten an, war es seine Frau, hat er gesagt, ja Schatzi, bitte sehr, was gibt es? War das ganze Apostel und gesagt, wo bist du schon wieder, wo gehst du schon wieder um? Da hat er gesagt, ja Schatz, ich weiß. Aber kannst du dich nur erinnern, wo ich war mit dir in der Stadt bei dem Schmuckgeschäft, wo der blaue Smaragd drinnen in der Hosel war, wo ich zu dir gesagt habe, du wirst den einmal an den Händen drohen. Und sie gesagt, ah, du bist. Da hat er gesagt, nein, du nicht, aber gegenüber dem Gasthaus, und jetzt habe ich gerade mal 58. Ebenfalls auch weg, nicht, was man haben kann. Dann kann ich eine Geschichte erzählen, was sie mal abgespielt hat von einem Autobus. Da ist eine schwangere Frau eingestiegen und der Autobus total voll. Keiner dergleichen irgendwas getan zum Aufsteigen.
Ein kleiner Bub, 6-7 Jahre, Anfang Volksschule, hat er gesagt, bitte sehr gnädige Frau, dürfte ich Ihnen den Platz anbieten? Und sie gesagt, danke vielmals, du bist ein richtiger Gentleman. Ja, sie ist natürlich niedergesessen, der Bub ist in die Schule gegangen und fragt die Lehrerin an dem Tag, im Bub oder halt in der Klasse, wer weiß, was ist ein Gentleman? Na, der Bub natürlich aufgezeigt, hat er gesagt, ich weiß, was ein Gentleman ist. Hat sie gesagt, na, was ist denn das? Hat er gesagt, das ist ein Mann, der eine schwangere Frau sitzen lässt. So frei nach dem Motto, bitte nicht nachmachen. Ja. Grundsätzlich hat er es ja nicht falsch gesagt, er hat es nur falsch verstanden. Nicht? Wenn ich jetzt dann gerade da draußen schaue, der liebe Ernst kommt, der letzte Gast, später aber doch, die letzten werden die ersten sein. Mann, ich bin mein Freund. Der ist Sacher geworden, der war jetzt gut. Das hat mir leid, ich war später noch im Auto besessen, in der Priorität. Ich muss da was erzählen, Daniel. Draußen wäre eine Lieferfäsche Stirnl, wenn man die Lohne jetzt zum Kaffee ein. Hier ist so zu ihr, was darf es denn sein? So ein Bild zu mir, ich weiß nicht, was ich damals gehört habe. Ja, wie hat es nicht gesagt? Mir hat es nicht gesagt, habe ich mir gedacht. Diese Wurst. Bleibt mehr für mich, Ivan. Dann merkt es, dass du dir dort wichtig war, den Radl, was du hast. Muss ich mich noch nutzen. Nachdem wir jetzt vollzählig sind, schön, dass du da bist. Danke, ich hoffe, die Einleitung hat gut hingehauen. Ich hoffe, der Daniel hat ein bisschen mal Einführung geben können, was wir da schon für Erfahrungen heute erlebt haben. Verlichten wird da unten. Aber ja, jetzt geht's los, jetzt sind wir da und jetzt kann es starten. Und jetzt haben wir die Ehre, ich darf dich jetzt wirklich begrüßen in der Menge. Er ist ein junger, dynamischer Autoverkäufer. Das Herz hat einen richtigen Fleck. Fesch ist er noch dazu. Ja, was kann man noch sagen? Ein charmantes Lächeln. Ein eisernen Fuß hat er, dementsprechend fährt er auch schnell mit dem Auto. Und lieber Ernst, jetzt wird's ernst. Ernst Grasl. Ja, so wirklich nette Worte zum Daniel kann ich auch noch sagen. Der hat das Herz am rechten Fleck. Was ich eigentlich aussprechen möchte, hat man, die meisten werden es eh wissen, seine Leidenschaft zu den Bienen, man möchte die nur eine Sache erzählen. Jeden Tag wird er gefragt, hast du keine Angst, wenn du dich angreifst? Eine jede falsche Bewegung, jedes falsche Wort kommt dann schon das Verkehrte sein und das Stechen. Das fragen die Bienen jeden Tag. Oder Daniel sagt immer auf der Massagebank, sind die Frauen eigentlich immer recht entspannt. Ja. Und das Zweite, der Daniel hat ja eigentlich vorgehabt, dass er die 14 Edward jetzt als Hotelier, dass er mit dem Insektenhotel groß durchstartet. Und mit dem hat er selber ja nicht gerechnet, dass er im Wald jetzt die Preise so steigen und natürlich die Nachfrage nachlässt. Die Hälfte ist halt frei momentan und dementsprechend ist das Projekt nicht das Einzige, was es jetzt verlassen kann. Was ich dir erzählen wollte, Daniel, hast du schon gewusst, dass die OSG jetzt seit neuestem Jahr Insektenhotels baut? Ah, das ist mir recht. Die nennen es jetzt OIG, Oberwater Insektengesellschaft. Oder Konkurrenz. Nicht lang, weil ich schon gehört, den ersten Mal was so ablesen, wie im Zimmer 1a, die Insektenkönigin, die dir aufgemacht hat. So schnell kann man nicht sagen können, der Beamte hat einen Schuss gemacht durch den Wald und zurück. Also ich glaube, lange wird das Projekt dort auch nicht bestellt. Ja, so viel zum Daniel. Danke herzlich für die letzten Worte. Zu mir direkt erschreckt, du hast mehr von mir erzählt, als ich von dir. Grundsätzlich, ich hätte einmal vorschlagen, wir fangen an mit ein paar Witz. Und was ich noch vorher sagen wollte, wir machen dann sowieso heute eine Pause und ich kenne sie dann, wenn man im Kaffeehaus selbstverständlich auch ein bisschen stärken. Und deswegen hätte ich gesagt, wir starten ganz einfach. Und da kommt zum Beispiel ein Mann ins Beisel und sagt dort zum Kölner, schnell, gib mir schnell ein Bier, bevor es losgeht. Und der gibt einem das Bier,
trinkt sowas, dann habe ich wieder gesagt, da geht es um schnell Bier, bevor es losgeht. Gibt dann das Bier. Wieder ausgetrunken, dritte Runde, sagt, gibt es mir schnell Bier, bevor es losgeht. Und während das dritte Bier hinstellt, dann wird er gesagt, dann sagen Sie einmal, können Sie das alles zahlen auch? Und dann kommt er gesagt, sechs, geht schon los. Die nächste Geschichte jetzt, die Urlaubssaison beginnt und man kennt es halt, die Frauen wollen in Urlaub, die Frauen wollen Wette, die wollen auf Instagram posten, die wollen erzählen, was unterwegs sind in der Weltgeschichte. Die Männer immer, das sind ja dann die Esel, die bocken das ganze Zeug. Letzten war es auch so bei unserer Geschichte, der Mann voll gebockt, gerade und gerade, dass er sich in die Eingangshalle schafft, stellt alles nieder, sagt er. Wenn wir die Koffer noch alle da, das Klavier haben wir nicht da. Da hat die Frau natürlich standesgemäß darauf gesagt, kauf mir deinen blöden Witz, da brauchen wir jetzt keine Zeit nicht. Ja, Witz war schön, aber auf dem Klavier liegen die Tickets an. Sind wir jetzt. Man zusätzlich zu der Story, da fehlt ja irgendwas. Irgendwas haben wir ja da noch vergessen. Ja, das geht höchstwahrscheinlich, nicht? Dritter Teil von Kevin allein zu Hause, nicht? Da war ein Mann, der ist ins Hotel eingeschenkt und macht dort im Hotelzimmer natürlich was Hygienisches. Da wird der Kleiderkasten auf. Schaut rein, ruft er mal Maus aus. Da ruft er bei der Rezeption unten die Dame an. Und er sagt, hören Sie, entschuldigen Sie, mach ich den Kasten auf, ruft er Maus aus. Und der Rezeptionist sagt, kein Problem, die Dame dürfen Sie morgen in der Früh auch noch anmelden. Da ist ein Mann ins Lokal gegangen, also ins Wirtshaus, standesgemäß, und stellt dort eine Leberknecht zu. Da bringt der Ober die Suppe. Bitte sehr. Danke vielmals. Danke herzlich, sehr aufmerksam. Köhler geht wieder weg. Da kann der Mann sagt, Herr Ober, kommen Sie mal. Was stimmt denn nicht? Kosten Sie mal die Suppe. Das kann es nicht gehen, das ist frisch für heute. Kosten Sie es. Man ist versalzen und ist verpfiffen. Ja, kosten Sie es. Ja, normal mache ich das nicht, aber bitte. Wo ist denn der Löffel? Aha, das wirkt schon. Ganz einfach, ganz einfach. Da war ein Familienvater, der hat fünf Kinder gehabt, also sozusagen eine große Aufgabe. Und von den vier, also von den fünf Kindern konnten nur vier sprechen. Und da hat er den Fahrer mal Rat gefragt und der Fahrer hat gesagt, passt, fährst mit den einen Burschen, der nicht reden kann, nach Urlaube, tragst den Burschen dort treiben mit dem Kopf ins kalte Wasser. Und du wirst sehen, da ist schon öfters ein Wunder passiert. Da gibt es auch getan, der packt den Burschen zusammen, fährt dort hin, taucht treiben ins Wasser, Fabi schreit der Bur, Vater du Depp, hör auf. Der Vater reißt vor lauter Freude das Telefon aus, er ruft eine arme Frau und sagt, der Bub kann reden. Vater, du Vollidiot, hat er gesagt. Und seine Frau hat gesagt, du bist aber einer, du hast den falschen Bub einpackt. Alles menschlich, ne? Ja, wo ist Firmenchef in einer großen Firma? Firma Rast und Ruhe. Das wäre mein Freund lassen vor. Vormittags, mittags, abends zu. Habe ich dann einen Mitarbeiter, einen Herrn Hemmer, grundsätzlich ein fleißiger, richtig verlässlicher Typ. Aber in letzter Zeit kommt er mir immer zu spät ins Büro. Ich muss mich mal fragen, was da los ist, warum das jetzt dauernd vorkommt. Also der Grund, warum ich zu spät komme? Ja, genau. Ja, das ist ganz einfach. Das liegt daran, dass ich mit dem Lift ins Büro auf wie vor. Und außen steht drauf nur für 8 Personen. Was glaubst du, wie lange ich brauche, bis ich die Leitbahn da habe? Aus dem Leben gegriffen. Nächste Situation war sozusagen, kann man sich jetzt vorstellen, auf der Baustelle waren zwei Bauarbeiter, die haben gerade Mittagspause gemacht und sitzen dort bei der Baustelle bei der Ansockel. Und haben sich gedacht, jetzt werden wir so ein Guster von mir. Haben sie die letzten Centmünzen zusammengeklappt, was sie halt alles gefunden haben. Was ist sie ausgegangen? Eine Flasche Bier. Dann haben sie sie ausgemacht, jeder trinkt die Hälfte von der Flasche. Ja, dann haben sie die Flasche gekauft und der eine setzt an und trinkt die Flaschen auf Anzug runter. Die Hälfte haben wir uns ausgemacht.
Was kann ich davor, wo meine Hüfte die untere ist? Kommt vor. Das ist zum Beispiel in einer Gemeinde ein Kuh- und ein Schweinestall feierlich eröffnet worden. Da war natürlich die ganze Presse da, namhafte Medienvertreter, Prominenz aus Kunst, Sport und Kultur. Jetzt haben die natürlich dort besichtigen dürfen und für die Medien war das natürlich nicht einfach. Jetzt haben die auf dem Foto natürlich nicht schreiben können, Bürgermeister inmitten von Schweinen. Jetzt haben sie von den ganzen Ferkel dort ein Foto gemacht und haben geschrieben, Bürgermeister Dritter von links. Er möge mir verzeihen, der Herr Bürgermeister. Ja, neulich am Bahnhof, eine kleine Geschichte. Ein alter Rentner steigt ein in den Zug, fragt den Schaffner. Mein Gott, wie lang hält denn der Zug? Ja, wenn Sie gut drauf aufpassen, 30, 40 Jahre schon. Oder wollen Sie noch mehr wissen? 40 Jahre, glaube ich, fahre ich schon mit dem Zug. Na Maria, wo sind Sie da schon eingestiegen? Oder fährst du immer mit dem Zug? Jeden Tag mit dem Zug. Was tust du, wenn du mit dem Zug fährst? Was machst du alles? Ja, oder? Wie wird beim Fenster die Papierkörper raus? So tanzen die da? Die Elefanten drüber, ja. Der Schein, bei uns gibt es ja keine Elefanten. Das eins funktioniert. Mein Gott, Walter. Wenn ich da anschaue, zum Beispiel jetzt eine alte Menge, eins fällt mir auf, keiner trinkt einen Wein. Was trinkst du denn für einen Wein? Rot oder weiß? Oder Liter weiß? Ja, war ja da eine Möglichkeit, nicht? Na, muss der alles beieinander, lieber Ernst? Alles beieinander. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wäre die nächste Geschichte zum Beispiel auch, zwei so fesche Burschen wie mir, war der Schlierenzer an der Klammer Golf spielen. Der Klammer geht öfters Golf spielen, der ist ja teilweise da in der näheren Umgebung vorzufinden. Na, und auf jeden Fall, der Klammer macht einen Abschlag und schießt den Ball wirklich wunderschön in die Entfernung. Da war der Klammer dran, also der Schlierenzer dran, macht einen Abschlag und schießt den Baum mit dem Ball mit dem Baum rein. Und der Klammer gesagt, wie ich so jung war wie du, hätte über den Baum locker drüber geschossen. Und der Schlierenzer gesagt, na genau das ist ja. Weil wenn du so jung warst, wie war der Baum erst so hoch? Kann man natürlich passieren, nicht? Da war in Kärnten zum Beispiel ein Lawinenabgang und da war es alles ganz hektisch zugegangen. Die Rettungsmannschaften sind hektisch umeinander gerannt, die Hubschrauber sind bereits am Berg geflogen. Die Rettungsmannschaft hat mit den Schneestangen umeinander gestochen. Und auf einmal haben sie eine Frau ausgerundet, die hat gar nicht viel gefällt. Die Retter natürlich dort waren auch höchst erfreut. Und was hat die Frau gesagt? Meinen Retter, den muss ich unbedingt heiraten. Da wird ein bisschen schwer, der Retter, der rennt auf vier Fies, behaart ist auch und fährt auf dem Namen Bella. Das war bei einer Diener. Ein richtiges Kaliber sozusagen. Nicht? Da war ein Planquadrat auf der Straße draußen, Richtung bei 15. nach Eisenstadt. Und da ist ein Auto vorher aufgefallen, der ist Schlangenlinie gefahren. Da haben sie sich gedacht, na, der gehört jetzt uns. Haben sie ihn rausgefischt, was war der Endeffekt? Haben sie einen Alkotest gemacht, 0,0. Haben sie gesagt, die werden Inspektor, das gibt es nicht. Machen wir das extra Alkomat, nochmal einen Test, 0,0. Haben sie müssen weiterfahren lassen. Die Herren Inspektor schauen den Autofahrer nach und sehen, aha, der fährt noch eine Schlangenlinie. Da wisst ihr, was das Problem war? Das war ein englisches Auto, da hatte ich mir den Beifahrer blasen. Blöderweise das Lenkrad auf der falschen Seite, nicht wahr? So kann es ja nicht gehen, nicht? Schauplatzwechsel, jetzt werden wir ein bisschen international, dass wir nicht nur in Österreich sind. Da waren ägyptische Archäologen, ja, eh blöd, wo soll jetzt ein Grab, in Ägypten selbstverständlich, und buddelt dort im Sand, jahrelang, ewig unter den Tag, und auf einmal findest du das lang erhoffte, lang ersehnte, ein guter Halter, den Mumie.
haben sich die Experten durchgedacht, was kostet die Mumie, die schaut so gut aus, wir nehmen die Bandagen ab. Wir nehmen die Bandagen ab, die Mumie liegt ganz frei auf dem Tisch, auf einmal richtet sie sich auf und sagt, meine Herren, nur eine Frage, gibt es den alten Richard Lugner im Wind noch immer? Kann da noch mehr passieren, nicht? Genau. Ernst, wenn wir zum Beispiel heute schon mal gesprochen haben über Medizin und über Ärzte, ja, muss ich dir jetzt gleich was fragen. Wenn wir zum Beispiel gesagt haben, wegen einem Wunderarzt, dann zeigen wir da ein bisschen was. Ja, du hast mir gesagt, die Stichzellen im rechten Auge. Weißt du, woran das liegt? Ich bin erst vor kurzem draufgekommen, dass ich in die Läufe raus muss vom Kriegel. Vor allem dann, wo ich meinen Tee trinke. Na, oder brauchst du vielleicht einen Wunderarzt? Nein, ich hab einen. Ich hab einen. Weißt du, wo der Wunderarzt sitzt, du weißt das auch. Ich glaub, heute haben wir sogar einen da. Ja. Unsere Kinesiologin aus Bötelsdorf. Ja. Warst du gleich bei ihr? Nein, ich war bei meinem Wunderarzt. Ach so. Ich war bei meinem Wunderarzt. Denn vor ein paar Jahren habe ich auch so einen Durchfall gehabt. Was glaubst du, dass er mir verschrieben hat, eine Anstatt? Wie soll das sein? Solange es hilft. Aber jetzt einmal ganz anders den Schauplatz wechseln. Wir haben ja auch geredet zum Beispiel über die Tiere am Pol der Erde. Stimmt, ja. Hast du dich noch erinnert? Ja. Haben wir letztens erst die Dokumentation da. Mein Bruder hat mich, glaube ich, gefragt, ob da Tiere leben. Kannst du mir nur 5 Tiere sagen? Für was vielleicht da bleiben? Am Pol der Erde? Am Pol, ja. Und das ist ja eiskalt. Aber wenn ich so recht nachdenke, was ich, 2 Eisbären und 3 Pinguine. War ja zum Beispiel das Naheliegende, nicht? Oder dort war der Hermann Mayer zum Beispiel hingestiegen ist, nicht? Mit seiner ganzen Totmolee. Was vor Jahren verfügt haben wir nicht? Aber ja. Aber zum Beispiel, wenn wir gerade international unterwegs sind, wir haben ja auch die Situation gehabt, zum Beispiel, dass man das einmal mehr oder weniger in Betracht zieht. Stellt euch vor, gedanklich, wenn am Pol der Erde ein Känguru umeinander ruft. Das ist dort umeinander gerufen, da so ein kleines Baby-Känguru, und hat geschrien, wer ist so viel kalt, wer ist so viel kalt, wer ist so viel kalt. Und in Australien ist ein kleiner Baby-Pinguin umeinander gekupft. Der hat gesagt, wir sind so viel warm, wir sind so viel warm, wir sind so viel warm. Und dann ist das Känguru dahergekommen, Chef-Känguru, mächtiges Tier, der Rudelführer sozusagen, und hat gesagt, der sagt einmal, kleiner Pinguin, was tust du da bei uns? Du gehörst ja aufs andere Ende von der Welt. Da hat der Pinguin gesagt, so ein Depp hat der Schüler austauschen. Aber wenn wir gerade über Tiere reden, nicht? Wer kennt von euch Hugo Simon? Na schau, sind eher ein paar da. Hugo Simon zum Beispiel, ganz bekannt im Pferdesport, mittlerweile schon längsten Sequenzion. Und da war zum Beispiel auch in der Greau-Veranstaltung dort und alles. Und da natürlich der Hugo Simon diverse Vorführungen dort vollzogen. Und grundsätzlich natürlich die Touristen dort, die haben sich Autogramme geholt und alles Mögliche. Und dann sind sie mit zu den privaten Stallburschen, was er halt alle mit hat. Und dann hat er gesagt, entschuldigen Sie, ist der Hugo Simon schon zurück von seinem morgendlichen Ausritt? Und wisst ihr, was der Stallbursche gesagt hat? Dann ist er bald gekommen, weil Sau steht schon da. Irgendwo wird er schon gegen sein, nicht so mehr auf dem Motto. Aber wenn man die Ross dann ist eine gute Geschichte, vielleicht ein paar kennen es. Da reitet ein Kaufmann durch den wilden Westen auf sein Ross. Und auf einmal lässt sich ein Geier runter. Der Geier stoppt sich das Ross, fliegt davon. Ja, was tut der Kaufmann? Außer mit der Pistole, den er schießt. Ja, der Geier, den hat es aber gebracht. Aber das Ross ist auch nicht klar, weil das ist schon umgekehrt. Der ist gut, ja. So, Schauplatzwechsel. Leider Gottes Einbrecher gibt es ja auch, leider Gottes in Hülle und Fülle. Da war folgende Situation. Dank der Polizei ist ein Einbrecher auf frischer Tat ertappt worden.
Der Polizist nimmt den Gangster sozusagen, geht mit ihm zum Streifen und da kommt der Wind, war der Gangster nicht gut davon. Und der Gangster sagt, der Inspektor, der von dem bitte zurückgeben wird holen. Und der Polizist sagt, nein, auf deinen Schmäh hole ich den nicht. Und er sagt, ich gehe den Hut holen und du mordst da. Und was ist der Endeffekt? So gut, der Unrat ist er sowieso weg. Dumm gelaufen. Da war zum Beispiel eine Geschichte von einem kleinen Wurm. Da ist auch gegangen um alle Mente. Ne? Trennung ist ja immer tragisch, auf jeden Fall. Die Mama sagt zum kleinen Wurm, setz dich aufs Rad auf, fährst zum Papa um und sagst dir, der erste Mal waren die da Alimente zum Zahlen. Sagst dir das und schaust, wie er schaut. Dann der setzt sich aufs Rad auf, fährt um, sagt er, du Papa, die Mama hat mich geschickt und hat gesagt, der erste war er wieder, du sollst Alimente zahlen und ich soll schauen, wie du schaust. Da hat er gesagt, was los, Bruder, du warst jetzt 18, ich zahle nichts mehr. Du fährst mit der Rad um zur Mama, erzählst dir das und schaust, wie sie schaut. Der Bruder natürlich umgefahren und hat gesagt, du Mama, der Papa hat mich gerade so zu dir wieder geschickt. Und hat gesagt, hörst, ich war jetzt 18, hat er gesagt, und er zahlt da nichts mehr. Und ich schau, wie du schaust. Und die Mutter gesagt, was hat der gesagt? Nein. Hat gesagt, pass auf, du Vorradl, Aufsitzer, fährst um mit zum Papa und schwind auch noch. Und sagst dir, er ist gar nicht der Vater, der hat 18 Jahre umsonst gezahlt. Und dann schaust, wie er schaut. Ich so wie du, sucht sich eine Wohnung, ja, mit 21 sucht man sich jetzt sogar eine Wohnung. Man muss ausziehen, man muss in die Welt aussehen. Die Wohnung hätte super passt. Ideale Lage, neu bemöbelt, kein Schimmel. Und die Kugel war ein bisschen klein. Naja, wie man es kennt, durch das, dass die Kugel halt klein war, wird es vielleicht nicht immer interessant sein, die Wohnung. Aber der Vermieter hat gesagt, bei der Wochenmiete, was sie zahlen werden, wirst du nicht viel kochen können. Die meisten werden sich wahrscheinlich nur daran erinnern, wie es da zum Beispiel den Babak-Skandal gegeben hat. Nicht? Hat ja große Welt geschlagen in den Medien und im Endeffekt hat sich die Bank dann sozusagen neu organisiert. Der Name Babak ist gleich geblieben. Damals hat es geheißen Bank für Arbeit und Wirtschaft AG. Und heute heißt es Bank für abstruse Wertgeschäfte. Alter der Ganoven. Da ist das nicht schön, wenn man ehrlich ist zu den Leuten. Ist ja gleich ganz was anderes sozusagen. Nicht? Aber gar nicht so, wenn das, sonst die du so auskennst mit den Begriffen, ich will ja nicht wissen, dass das Marek so heißt. Heute haben wir da die Tontechnik überall aufgesteckt und überall steht analog an. Da steht das wirklich an. Was das zu bedeuten hat, kannst du mir das erklären? Da steht das in Tuten an. Ja, mal in Abstand. Also das Wort analog. Das Wort analog, ja. Analog, analog, analog. Oh ja, jetzt fällt es mir ein. Analog ist die Mitvergangenheit von analiert. Ja, ein bisschen was zum Nachdenken sozusagen, nicht wahr? Und jetzt kann man ein Beispiel erzählen aus dem täglichen Leben. Was denn Sie sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren? Welche Freundschaften halten besser, die zwischen Frauen oder zwischen Männern? Was darf Sie sagen? Bitten Sie sich bitte jetzt selbst eine Meinung. Da kommt eine Frau. Um 9 in der Früh haben, hat der Mann gesagt, sag ich mir, wo warst denn du so lang? Hat sie gesagt, passt, ich war bei einer Freundin und du warst schon so spät gestern auf Nacht und habe ich gleich bei ihr übernacht. Das hat er natürlich nicht geglaubt. Hat er die 10 besten Freundinnen angerufen, der Göttergatte, und wie er die alle durchtelefoniert gehabt hat, haben die alle gesagt, nein, bei mir hat sie nicht geschlafen. Kommt der Mann um 9 in der Früh heim. Hat sie gesagt, wo warst denn du gar nicht so lang? Hat er gesagt, passt, Schatz, ich war bei einem Kamera und da haben wir so eine Gaudi gehabt und bin ich gleich bei ihr geschlafen. Dann sind natürlich sie, die Gattin, Göttergattin, ebenfalls nicht geglaubt, dann hat sie die 10 besten Freunde von ihrem angerufen. 5 haben gesagt, er hat bei mir geschlafen und die anderen 5 haben gesagt, ich muss leise reden, wer schlaft. Jetzt ist natürlich geklärt, wer lebt da jetzt besser, nicht wahr?
Ja, eine Frau ist mit Ost. Ja. So wie man es halt kennt. Da war eine Dame zum Beispiel, jetzt sind wir schon wieder international, ist noch sehr recht. Genau, sehr gut. Da war eine Dame, also die Geschichte spielt in Griechenland, fährt eine ältere Dame auf den Berg zu den Steinerhaufen bei der Akropolis mit dem Vorrad und hat auf die Lenker links und rechts der Sackel hängen. Blau voll angefüllt und aus den einen Sackel fliegt dauernd 1 Euro Münzen. Ein Polizist hat das gesehen und uns aufgehalten und gesagt, sagen Sie mal, jetzt bleiben Sie mal da stehen. Entschuldige, gnädige Frau, Sie verliert 1 Euro Münzen. Und hat gesagt, mein Gott, na, gut, dass wir das sagen, jetzt kann ich zurückrennen und alles wieder aufgeladen. Und er hat gesagt, nein, Sie bleiben da und sagt mir, wo Sie das Geld her haben. Hat sie gesagt, Herr Inspektor, ehrlich und reell verdient, stellen Sie ihn vor. Ich habe nämlich neben dem Olympiastadion meinen Schrebergarten. Und da kommen immer die Männer raus und zudeln mir da halt in meinen Schrebergarten. Und jetzt habe ich mir ehrlicherweise ein Heckenschirm genommen und gesagt, einen Euro oder zwingi zwacki. Da hat mein Inspektor gesagt, was haben wir im zweiten Sackerl? Hat sie gesagt, alle zahlen nicht. Da war ein Schwimmer, da ist einmal ein Weltrekord gegangen. Der wollte von Frankreich nach England in den Ärmelkanal durch um den Schwimmer. Ja, ein paar Kilometer wird das sein, schätzungsweise. Ein Kilometer von der englischen Küste hat er nicht mehr gepackt, ist er wieder zurückgeschwommen. So kann es auch gehen. Da war eine Fahrzeugkontrolle, jetzt sind wir schon wieder bei der Polizei, und der Autofahrer wird aufgehalten und der Polizist steigt raus mit diesem suffisanten Lächeln. Sagt er, haben Sie vielleicht was angestellt, dass Sie den gleich stehen geblieben sind? Sagt er, nein, alles streng nach Vorschrift. Und dann ist es angegangen, nicht? Sagt er, Fahrzeugpapiere bitte. Und der Autofahrer sagt, dann schauen Sie mal, was Sie angehen haben, nicht? So frei nach dem Motto, nicht wahr? Sagt er, Ihr Auto hat kein Pickerli. Sagt er, oh ja, ist eh wohl eins oben gewesen. Und er sagt, aber das ist runtergefallen, wer am Rost pickt, der Scheiß nicht. Kann da natürlich alles miteinander passieren. Jetzt Schauplatzwechsel, jetzt sind wir im Büro, wenn wir es jetzt schon gesagt haben, wegen dem Arbeitsplatz, nicht? Gutes Arbeitsgeber, nicht wahr? Da läutet in der Arbeit das Telefon, der Angestellte hebt ab und sagt, welcher Depp ruft mich jetzt in der Mittagspause an? Am anderen Ende sagt dann auch, wissen Sie, mit wem Sie sprechen? Da spricht der Generaldirektor von Ihrer Firma. Und was ist denn das für eine Antwort? Und der andere gesagt, wissen Sie, mit wem Sie sprechen? Natürlich nicht, aber das werden Sie mir gleich sagen. Ja, dann habe ich ein Kind gehabt. Ist halt so. Wenn wir zuerst schon bei der Medizin waren, ist ein Gentleman im Ärztezimmer gesessen, wartet dort auf eine medizinische Behandlung, da ist um einen Verbandswechsel gegangen, ruft hinten aus dem extra Zimmer die Assistentin, Herr Huber, kommen Sie bitte zum Verbandwechsel. Hat sich keiner geredet. Nach einer Weile ruft sie wieder, Herr Huber, kommen Sie bitte zum Verbandwechsel. Wieder keiner gehört. Hat die Assistentin gesagt, also die Ordinationsgehilfin, ist der Herr Huber nichts mehr da? Hat sich eine Dame zu Wort gemeldet und hat gesagt, nein, der ist schon nach Hause gegangen, weil der hat mir zu lange warten und die Wunde ist in der Zwischenzeit zugehört. Kann da natürlich auch passieren. Ja, Daniel, letztens habe ich gehört, du hast die Operation auf die Füße gehabt, auf die Knie, glaube ich. Ja, na, ganz tragisch. Waren Sie schon mal operiert? Wir waren schon mal operiert. Leider Gottes was Tragisches. Hoffentlich wünschen tue ich das niemand, dass das passiert. Aber wissen Sie, was das Problem war? Im Spital kann es ja sein, dass es zu Verwechslungen kommt, zu unvorhergesehenen Schwierigkeiten, Missverständnissen, wo es auch immer. Nicht? Und das Problem war? Na, ich habe gehört, du bist aufgestanden und der Fahrgrenz mit deinem Messer gekommen ist. Im Laufschritt. Ich war schon unmittelbar zu deinem Schirm in den OP. Und dann habe ich nur im Hintergrund gehört, wie die Schwester, also die Krankenschwester gesagt hat, das ist eine ganz normale Operation, sie werden das schon schaffen.
Weißt du, was das Problem war? Das hat sich nicht zu mir gesagt, sondern zu Doktor. Also, versteht ihr jetzt hoffentlich, warum ich krank bin, ne? Verstehen wir, ja. Umso schneller natürlich, ne? Wenn wir schon bei den Knie sind, immer so wie hoch der Ehrgeiz jetzt, das schöne Wetter. Badesaison, der Körper muss definiert sein. Haben wir jetzt Radl genommen, von Eisenstadt, aber nichts Elektro. Eisenstadt bis auf die Jugendfahrt oben. Und da waren wir in Kärnten und Botschen. Bin immer weitergekommen. Also die Luft komplett draußen? Komplett draußen, waren wir zack, auch was. Bist du vielleicht bei der Kärntner Landesregierung vorbeigefahren? Also beim Gebäude? Ohrenweg, ja. Naja, was man so hört, das sind ja alles Irrten und da bist vielleicht immer nicht drüber gefahren. Kann passieren, nicht? Kann passieren, ja. Aber Hauptsache, dass du sportlich bist, das ist ja wahrscheinlich. Ja. Ich bewundere eh sozusagen, dass du so schlank bist, nicht? Beim Anfang bin ich nicht so. Aha, ja, ja, sehr umweltfreundlich. Ich wollte schon mit dem Dolly-Paris lassen. Wie geht's dir eigentlich mit Gewicht, wenn wir schon reden davon? Ja, eigentlich recht gut. Ihr werdet es wahrscheinlich auch kennen, man braucht nur bei der Bock und Schokobananen vorbeigehen, dann schon ein Kilo mehr aus dem Leben gegriffen. Wie viele Bärchen sind da heute? Mehr wie genug höchstwahrscheinlich. Auch wenn kein Bärchen da ist, die werden die Situation wahrscheinlich kennen. So wie ein Wetter heute, teilweise strömender Regen. Wenn eine Frau zum Beispiel hergeht und sagt zu ihrem Mann, er soll geschwind umlaufen, in den Supermarkt der Butter kaufen. Der Mann wird dann natürlich drauf sein, bei so einem Wetter jagst du nicht einmal einen Hund von dir. Da hat die Frau gesagt, den Hund musst du nicht mitnehmen. Der Bärchen streitet zum Beispiel im Kaffeehaus und da sagt der Mann zur Frau, wenn ich gewusst hätte, was du für ein Urlauber bist, hätte ich da schon ein Gift im Kaffee getan. Dann hat die Frau darauf gesagt, wenn ich gewusst hätte, was du für ein Kauner bist, hätte ich schon gesoffen. Ist natürlich nicht Ostrein, aber jugendfrei, bitte um Verzeihung, aber immerhin. Kommt leider Gottes auch vor. Aber jetzt sind wir sozusagen nicht nur international, sondern auch orientalisch, nicht? Ja. Jetzt machen wir einen Ausflug nach Ägypten wieder. Ja, genau. Zurück zum Ursprung. Ja. Punkt der Kamele. Ja. Da haben wir heute auch schon geredet. Sagt man was, ja. Kannst du dich noch erinnern, wie wir geredet haben, wegen einem Intelligenzquotient? Ja. Was fällt uns auf, wenn man zum Beispiel einen männlichen Alkoholiker mit einem Kamel vergleicht? Ich meine, der Intelligenzquotient ist der gleiche, aber das Kamel sagt weniger. Aber da war zum Beispiel auch, wo ein Mann gesagt hat zu seiner Frau, im nächsten Leben hat er sich am liebsten wünschen, dass er gar kein Müll wird. Und sie hat gesagt, ja, das wird ein Problem werden, weil zweimal das Gleiche geht höchstwahrscheinlich sicher nicht. Ist teilweise nicht alle. Da war zum Beispiel, wir waren sehr spät, wenn der Arbeit und alles Mögliche, mit einem Angestelltenverhältnis ist eine befolgende Situation passiert. Von der Weihnachtsfeier, traditionell eingeladen gewesen, da hat der Kollege gesagt, gehen wir noch privat heim, da war eine Schiebepartie, 15, 20 Leute, und dann ist von der Kollegin die Katz daherkommen auf die Couch zum Streicheln und alles. Nicht? Dann ist es angegangen. Und dann hat sie gesagt zur Katz, ja, Pinkelpuppi, Pinkelpuppi, du bist doch lieb, du mein Grauli, du mein Grazi, du tust du Beißi. Na, heute gibt es ein Katzenfutter, na, Katzenfutter tun wir nicht, heute gibt es eine Forelle, das ist ja viel gesünder, nicht? Irgendwann habe ich mir dann gedacht, das ist mir jetzt da zu viel, ich gehe und gesagt, bitte, und ich habe das gar nicht registriert, wahrscheinlich rede ich heute noch mit dem Vieh. Nicht? Und auf jeden Fall, wie ich dann angekommen bin, dann kalt war es auch, mein Garten draußen ein bisschen frische Luft schnappen und sehe ich meinen Gartenzaun draußen einen Nachbarshund. Dann habe ich die Geschichte erzählt, wir haben zwei Stunden gelacht. Da war ein Bärchen, das ist von somalischen Piraten entführt worden. Und wie man so oft früher vor Jahren gehört hat, dass die irgendwo im Meer verschollen sind und wirklich gekapert wurden. Und auf jeden Fall, das Bärchen hat dort einen Kontakt aufgenommen mit dem Piratenkapitän. Na, der hat ausgeschaut, der Kapitän.
ein Metallhaken statt der Hand, eine Augenklappen hat er gehabt und einen Holzfuß. Hat er gesagt, dann sagen Sie einmal, wieso haben Sie einen Holzfuß, Herr Pirat? Sagt er, naja, ich werde geschwommen, ein Haifisch und Haxen angewiesen. Sagt er, was ist mit der Hand passiert? Hat er gesagt, ein Gefecht kommt mit einem anderen Schiff, keine Ahnung, Kugel die Hand angeschossen. Sagt er, was ist mit dem Auge passiert? Hat er gesagt, da ist mir ein Mucken reingeflogen. Hat er gesagt, hört sich witzig, da ist ja nicht gleich das ganze Auge hin. Hat er gesagt, doch, doch, wir haben vergessen, dass erst seit gestern den Eisenbogen gab. Aber Ernst, jetzt wollte ich dir was fragen. Jetzt sind wir wieder bei der Tierwelt. Wenn man heute auch schon wegen einem Zirkus geredet hat, da haben wir ja auch einen Leuten gesehen. Ne? Weißt du, es gibt ein Tier, von dem der Löwe Angst hat. Von dem hat er nichts Angst. Von dem, was wir heute gesehen haben. Wohl? Den denkt man jetzt am Schwitzen. Wohl, ein Tier gibt es, von dem der Löwe Angst hat. Das bin jetzt der Löwe. Von der Löwe. Sehr erschreckt mit Polizei, Autofahren und so weiter und so fort. Ja. Heuer haben wir ja Schaltjahr gehabt. Ihr wisst ja nicht, ein Tag mehr. Wisst ihr, was für ein Autofahrer sozusagen, was denn Lustiges passieren kann? Was macht ein Autofahrer mit Automatikgetriebe in einem Schaltjahr? Naja, ich meine, die Frage ist ja gar nicht so einfach zu beantworten. Nicht? Ja, höchstwahrscheinlich weiterfahren. Nicht? Keine Ahnung. Jetzt sind wir dann geschwind auf einen Ausflug im Baumarkt. Geht eine Frau ins Teppichgeschäft oder halt im Baumarkt, findet dort einen wunderschönen Teppich und sagt, mein Gott, der gefällt mir, den muss ich erwerben. Greift dort umeinander, greift es an und auf einmal, so schnell man nicht schauen kann, ist einer Nahlseufzer rausgekommen. So schnell hat es nicht schauen können, ist der Filialleiter hinter ihr gestanden. Hat sie gesagt, mein Gott, entschuldigt, für das, was mir da passiert ist, hat er gesagt, das nehme ich jetzt anzahlen. Hat sie gesagt, nein, entschuldigt, für das, was mir da passiert ist, das ist mir so peinlich. Hat er gesagt, das nehme ich jetzt anzahlen. Hat sie gesagt, nein, jetzt, was heißt das, nehme ich jetzt anzahlen? Hat er gesagt, wenn sie den richtigen Preis wissen von dem Teppich, dann scheißen sie den eh an. Jetzt sind wir nochmal zurückgegangen in ein Lokal, ist ein Mann ins Wirtshäusl gegangen und bestellt dort traditionell, wie es immer üblich war, für ihn, zwei Achtel, sagt der Herr Wirt, zwei Achtel. Bringt das aus, also nächsten Tag wieder, ist er gekommen und hat gesagt, Herr Wirt, zwei Achtel. Wieder, ausdrücken. Denkt sich der Wirt, das ist ein komischer Vogel. Wieso bestellt sich der nicht gleich viel los? Da ist in einem Glasl einfacher, billiger, der kann ich nicht. Ja, das ist wochenlang so dahingegangen. Eines Tages ist er gekommen und hat gesagt, Herr Wirt, ein Achtel. Da wird natürlich sofort zu mir zu hören, sagt er, um Gottes Willen, was ist passiert? Sagt er, wissen Sie, früher sind wir, ich und mein Freund, oder wir da ins Wirtshaus oder irgendwo hingegangen und haben jeder eine Runde getrunken. Ja, und der ist jetzt nach Amerika auswandert. Und da trinken wir eine Runde für einen Wien. Ne? Sagt er, ja, warum bestellen Sie jetzt eine Runde? Ist der Feind gestorben? Hat er gesagt, nein, ich trinke nichts mehr. Also, so kannst du auch spielen. Ne? So. Wir werden jetzt kurz eine Pause machen. Wenn Sie wünschen, eine halbe Stunde. Um 19.15 Uhr darf man wieder gerne fortfahren. Selbstverständlich kulanterweise Toilettenpause trinken, eine kleine Stärkung und sehr verdient. Genau, also die Jugend, das kann ich ernst empfehlen. Gute Milch. Gutes Kaffee raus. Ich habe versprochen, dass es kommt. Ja. Also lasst uns nicht im Stich. Sind alle gestärkt nach der Pause? Jetzt habe ich sogar geschafft, dass ich den Fett habe. Man wächst mit der Herausforderung. Da waren zwei Damen, die sind mit dem Auto gefahren. Auf der Straße, ganz gnädig haben sie es gehabt. Da sind sie von der Polizei aufgehalten worden. Und der Polizist war ganz echauffiert. Was hat der Polizist gesagt? Erst sind sie narisch.
Sie fahren auf der verkehrten Straßenseite. Ja, aber Herr Inspektor, was regen Sie denn so auf? Sie wissen gar nicht, wo ich hin will. So kann es auch gehen. Wo ein Patient? Im Reha-Zentrum. Nach drei Wochen ist er angekommen, ist ins Wirtshaus gegangen, hat er seine ganzen Freunde besucht, hat er sich wieder getroffen mit einer. Ist er gekommen mit einem Gipsfuß, nicht? Da hat er gesagt, alle rot, ein Kurg aus dem. Und die Frenze haben gesagt, wo ist denn die Verletzung her? Da hat er gesagt, das ist alles nur passiert, weil dem Schwimmbad so blöde Anweisungen gibt. Da ist nämlich gestanden, das Tragen vom Badeschuh ist absolut erforderlich. Da hat er sich gedacht, der Trunk muss noch trocken sein wollte. Dann kam da das Auszug, kommt, ist er schon da auf der Brust. Der andere hat zum Beispiel gesagt, heißt, wo hast du jetzt die Verletzung her? Da war er beim Doktor, der sagt, der Doktor beim Hibiskus war nicht irgendwas hier. Dann wird erklärt, wie es passiert ist, der Doktor hat gesagt, das gibt's ja nicht. Und er hat gesagt, wenn es hin ist, dann werden sie es wohl gipsen müssen. Und da war das Thema dort mit dem Kurschotner. Und der andere hat gesagt, der Herrst aus der Kurschotten keiner gehört. Und er hat gesagt, du bist gut, und dann die ganze Zeit keine Summe gescheit, muss ich da schon hören. Und sagt der Herrst, dort bist mit, hast du Leute kennengelernt oder bist mit einem Gespräch gekommen? Sagt er, naja, wo ich dir schauen? Sagt er, aber dem, was ich angeregt habe, dem haben wir keine Antwort gegeben. Und dem, was wir angeregt haben, dem hat er mir keine Antwort gegeben. Und er sagt, und ich, außerdem war ich immer wird. Da hat der Freund zu ihm gesagt, sagt der Herrst, das darfst du eh nicht so unterschätzen, das Ganze im Schwimmbad und alles. Sagt er, das steht eh, Wassertemperatur, wie lange darfst du im Wasser drinnen schwimmen, das steht eh überall angeschrieben. Da hat er gesagt, na, für mich nicht, sagt er, für Max steht, Max 10 Minuten, Max 20 Minuten. So kann es auch gehen. Da war ein Auto gefallen. Und dann kommt er vom Wirtshäusl heim, spontan besser, natürlich hat er Angst gehabt vor der Frau, dass er Schimpfen kriegt, hat er es natürlich ein bisschen gnädiger gehabt. Ein Reifen quietscht schon eins in der Früh, ist er zu seiner Frau hingegangen, hat er gesagt, du, ein Glasl habe ich mitgebracht, dann werden wir ein neues Auto gehabt. Sagt er, wir können unsere Garage jetzt auch von hinten fahren. Wenn man durchfährt, hat er es gemacht. Da hat sie gesagt, Gottes Willen, wo steht denn das Auto? Und hat gesagt, in der Garage ins Swimmingpool. Was soll ich da sagen? Ja, aber wenn ich die sage, schon lieber ernst. Dann wird der Fuß auch schon grau, gell? Ja. Dann fahren wir gleich nach Bodersdorf am See. Da ist ja das alljährige Graureiher treffen. Jetzt sind wir schon wieder bei der Polizei. Autofahrer besser, fährt mein Auto wie ein weniger Teufel. Ja, was soll ich sagen? Polizei aufgehalten. Der Polizist sagt, Sie wissen aber schon, sagen Sie, sind Sie wahnsinnig, da ist ein 30er Zange. Sie fahren da einen 70er. Und er sagt, ja, wissen Sie, ich bin jetzt draufgekommen, dass bei der Grasverkehr da hinten vor 2 Kilometer meine Bremsen nicht ordnungsgemäß funktioniert, hat er gesagt, die wollen schneller daheim sein, bevor was passiert. Ja, was sagst du da dazu als Autoverkäufer? Kann man auch machen. Ganz geschäftlich gesagt. Aber das, siehst du, was ich zum Beispiel nicht weiß, wann hast du eigentlich Geburtstag, was für ein Jahr? Was für ein Jahr? 91. Ja, wahrscheinlich auch jedes, nicht? Oder? Oder jedes Jahr Geburtstag, ne? Jedes Jahr, ja. Ja. Wie jung bist du jetzt dann? Lauter sind alle her. Der Reiner 24. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du mit 65 in Pension gehst, sozusagen eine 40 Jahre, das heißt, ja. 40 Wochen brauchst du mehr arbeiten. 40 keine Wochen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja. Was wollte ich denn sagen? Jetzt haben wir über das Autofahren mehr wie genug geredet. Ah ja, jetzt haben wir das mit dem Flugzeug, das muss man noch nicht besprochen haben. Ja, wenn man sich anschaut, wenn man in Europa um den Dom fliegt, kann sie oft sein, Kurzstreckenflug, keine Maschine, Propellermaschine. Aber wieso hat er eigentlich vorne einen Propeller vorne aus so einer kleinen Maschine?
Und wieso Draht sind denn der überhaupt? Ja, du meinst den Propeller, der sich vorhin Draht? Ja. Ja, dass der Pilot nicht zum Schwitzen anfängt. So, für die Anlage. Ja, da wirst du schon sehen, wie der Pilot geflogen ist, wie sich der Propeller aufgehört hat zum Draht. Da wirst du schon sehen, wie der geschwitzt hat. Wichtiger Sicherheitshinweis. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zur Medizin. Da war Dame beim Zahnarzt. Die meisten da erinnern werden wahrscheinlich keine guten Erfahrungen haben mit einem Zahnarzt. Der Zahnarzt arbeitet bei dieser Dame im Mund und der Zahnarzt bohrt und bohrt und einmal Patsch oder durchgebohrt. Und er hat gesagt, gnädige Frau, um Gottes Willen, jetzt habe ich einen Sehnerv erwischt. Er hat gesagt, aber Herr Doktor, es braucht Ihnen nicht tragisch erscheinen. Und deswegen können Sie gleich das Licht da dran wissen. Da war zum Beispiel auch ein 90-jähriges Pärchen, die war ganz lieb, mittlerweile schon die eiserne Hochzeit, ewig untere Tag beieinander, glücklich wie am ersten Tag. Und die Dame ist dann sentimental geworden und sagt zu ihrem Gartenherrst, kannst du dich noch erinnern, wie wir uns kennengelernt haben? So, ja. Wenn wir geheiratet haben, sagt er ja. Und wenn wir zusammengezogen sind, sagt er ja. So, dann vor allem, wenn wir das erste Mal gelegt gewesen sind. Dass wir miteinander nebeneinander gelegt, sagt er ja. Du hast das Kupferle mehr oder weniger von mir genommen, das habe ich bei dir auf die Schulter legen dürfen. Und er hat gesagt, ich werde schön machen. Da hast du ganz zärtlich meine Hand genommen und hast sie in deine gelegt, hat er gesagt, ich werde kratzen. Dann hast du mir ganz zärtlich ins Ohrwaschel reingebissen. Der Mann hat nichts gesagt, der ist aufgestanden und ist vorgegangen. Hat sie gesagt, wo gehst du denn hin? Hat er gesagt, jetzt bohren sie mir die Zähne holen. Da war ein Jagdunfall. Sind Jäger da herinnen im Raum? Keine Jäger, also sowas. Aber jeder ist gern müde, oder? War ein Jagdunfall und so hat dann ein versehentlicher Kurt erschossen. Hat der Aufsichtsjäger gesagt, dazu ich weiter jung, ich regel das schon. Hat er gesagt, der Kurt steckt mir eine Hose in die Goscheine und sagt mir, sie hat gemüldert. Da war ein zweiter Jagdunfall. Ist ein Radlfahrer erschossen worden. War ja keiner draufgekommen. Aber der Depp ist mit der Lenkstreife zu der Feldschau gegangen. Ist natürlich auch nicht so lässig. Jetzt weiß keiner, was sagen soll. Nicht? Ja, kommt natürlich auch was. Ja, dann schaue ich eigentlich nach. Leicht vergesslich, kaum passiert, ich spreche aus Erfahrung. Ah ja. In Wiener Neustadt, haben Sie das gewusst, gibt es ja, logischerweise mehrere Ämter, aber da gibt es ein Amt, wo man zum Beispiel dreilagiges Klopapier hat. Das ist gewusst. Da würde ich für jeden Dreck viel Durchschläge brauchen. Wenn wir schon bei der Politik sind, jetzt hat in Dubai, da hat die Umweltkonferenz stattgefunden. Und was machen wir? Wir schicken den Finanzminister in die Wüste. Was tut denn der dort? Ja, grundsätzlich, jetzt stehen ja die Wahlen an. Und grundsätzlich gehe ich davon aus, dass ein Finanzminister ein ehrlicher Bursch ist. Aber was tut der in der Wüste? Naja, sagen wir so, wenn man in die Wüste schickt, passiert wahrscheinlich einmal lang gar nichts und dann wird der Sand teurer. Aber hey, wenn man gerade über Politiker redet, ich muss ja gestehen, ich bin selber politisch aktiv, deswegen, ich rede jetzt nur von mir selber, ja. Aber was passiert, wenn man jetzt dann davon ausgeht, was könnte man meinen, wenn man einen Politiker mit einem Telefonhörer vergleicht? Dein Telefonhörer kannst du aufhängen, wenn du dich verwöhnt hast. Kann teilweise vorkommen, nicht bei uns in der kleinen Ebene immer weiter oben. Wenn wir heute noch geredet haben über ernährungstechnisch, über die Vegetarier, da ist Mägel hin. Gibt's genug, ja. Und weißt du, was das ist? Mhm. Das sind ja Leute, die eher nach Kreuz essen. Genau.
Tierlieben sind und deswegen halt auf Fleisch verzichten. Naja, das ist insofern typisch, nicht? Wenn das ein Tierlieben dann fressen, dann ein Viecher das Futter weg. Ja, aus dem Leben gegriffen. Aber grundsätzlich, von mir, kannst du dich noch erinnern, wo wir damals in Wien in den Lokal drinnen waren? Die schon Zeit her. Das war mehr oder weniger der Barkeeper, ein eingefleischter Rapid Wien-Anhänger. Ja, kann ja jeder sein, Fußballfan, was er will. Auf jeden Fall ist er aus der Wien-Fan dort reingegangen, der hat sich dort verirrt und sieht in den Lokal überall ansagende Fans mit den Rapid-Dressern, die Wien bin überall gehängt, den Haunen und alles. Und da war es folgendermaßen: der aus der Wien-Fan geht zur Theke, hat der Barkeeper gesagt, jetzt trinken Sie mal eine Runde. Und hat der Austria Wien-Fan gesagt, wenn ich mich da umschaue, geht es mir wahrscheinlich gleich ganz schlecht und dreckig. Und hat gesagt, der Barkeeper, aber nein. Sagst du, der Wirfi, der vorhin auf der Bull liegt, sagt er, ja. Und der Wirfi geht von 1 bis 6. Sagt er, wenn es 1 bis 5 Wirfi, geht es Ihnen garantiert dreckig. Und er gesagt, wenn es ein 6er Wirfi, darf man es noch mal Wirfi. Da ist zum Beispiel ein Ladendetektiv unterwegs gewesen in einem Supermarkt, man hat noch keinen gesagt, aber bitte. Und da erwischt dort ein Gangster auf frischer Tat. Verfolgt den Gauner vorbei bei den Süßwaren, umgekehrt die Kurven beim Obst, vorbei bei der Weinabteilung und bei der Eierhund geguckt. Ich schaue, was man jetzt nicht mehr wollte. Wenn wir zuerst geredet haben über Winter und Ski und alles Mögliche, ja. Ernst, Helikopterskate, du bist ja so ein begeisterter, begnadeter Skifahrer. Ja, stimmt. Aber mit dem Begriff Helikopterski, wo ich noch nie was anfangen kann. Also ich habe schon mal das jetzt gehört, für eine Verwandtschaft da unten, der fort, der fliegt oder fort, ich weiß nicht, was man da tut. Helikopterski, das passt ja nicht zusammen mit der Luft oder am Berg jetzt, ich weiß nicht. Kennt ihr Helikopterski? Wo man neuartig über die Pisten drüber fährt und sich mit den Skiern sozusagen in Gras dreht. So wie das ist, das heißt, die Sportart. In Wahrheit ist Helikopterskiing folgendermaßen, dass man sagt, man fährt mit den Skiern auf die Pisten rauf, mit dem Hubschrauber ins Spital. Auch geschuldet der Marienfinsternis, ja? Ja. Man, wisst ihr, was ein Marienfinsternis ist? Ja, Mondfinsternis kennen wir. Ja. Aber man erinnert sich den Marienzeit oder so. Ja, ja, genau. Es gibt auch die Sonnenfinsternis. Sonnenfinsternis gibt es auch, ja. Aber die Marienfinsternis, das ist ganz einfach. So. Wenn du 18 Marienschnapseln in einer Stunde trinkst, dann bist du, glaubst du, dass da noch ein Finsternis. Nicht zum Unterschätzen. Ja. Aber was du jetzt gerade sagst, wie wir gekommen sind heute, da wirst du in 18 kleine Bier bestellen. Ja. Weil da draußen ist ja schön gestanden. Ganz groß 18. Achso, jetzt weiß ich es wieder. Da ist auf dem Schild drauf gestanden, kein Ausschank alkoholischer Getränke unter 18. Deswegen, ja. Habe ich gleich fest am Tablet bestellt. Ja, das muss man ja auch verstehen. Nicht? Wir waren damals im Fernsehen dabei bei der Hochzeit von Prinz Charles. Sonst niemand? Traut sich keiner aufzeigen. Jeder kennt natürlich die englische Königsfamilie, nicht wahr? Damals war es zum Beispiel so, im Forschergang sagt man ja zur Camilla das Pferd. Ja. Ja, bei der Hochzeit war die Frage, zumindest vor den Fernsehbildschirmen von den Experten, ob sie in der Kutsche sitzen werden oder ob sie es selber zieht. Der Charles hat ja zum Beispiel die Camilla nur gehört, weil er nicht mehr der Schickste der Familie war sein will. In Kapitel. Wahnsinn. Aber beim Hedgehof über die Tiere geredet haben. Oft Tiere auf Knopf, viele Schreiber, die kennen wir auch. Überhaupt bei den Felgen schon gar nicht. Kannst du mir da erklären, den Unterschied zwischen einer Uhu und einer Eule? Der Uhu wiegt besser. Nicht umständlich, der. Man schaut, dass man heute keinen Jager da hat, aber wie man bekannten, der jagert, wo es nur gibt.
aber ich bin mir gescheit. Büchse, Flinte. Ja. Ja, die, also du meinst den Unterschied, ne? Der Unterschied, die Büchse hast du über der Schulter und die Flinte kann man ins Korn werfen. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber da waren zum Beispiel zwei Freunde, die haben sich getroffen, nach langer Zeit, und der eine hat zum anderen gesagt, du, wie geht's da drüber? Der Junge geht es wirklich hervorragend, ich habe mir jetzt selbstständig gemacht, ich verkaufe jetzt Möbel. Und der andere hat gesagt, geht das Geschäft? Und er hat gesagt, ich verkaufe meine eigenen. Aber heute haben wir schon über die BAWAG geredet. Nicht? Und das war im Zuge dessen bei der BAWAG, da war zum Beispiel folgendes Problem, wie damals die Konten gecancelt wurden, ist ein sehr angesehener Geschäftsmann auf die Bankfiliale gegangen und sagt dort zu dieser Dame dort, sagt er, entschuldigen Sie, ich würde bitte gerne den Bankdirektor sprechen. Hat sie gesagt, der ist leider nicht mehr im Haus. Hat er gesagt, jetzt, ich bitte, lege es mir nicht an, wenn ich von da drüben über die Straßen und mir daher in der Filiale gegangen bin, habe ich nicht oben hinter den Flur und Stein gesehen. Hat sie gesagt, ja, woher sie zuerst? Jetzt werden wir noch ganz kurz juristisch. Jetzt sind wir wieder bei den Bergen. Ist eine Dame gesessen mit dem Rechtsanwalt, mit dem Notar beieinander und hat gesagt, Herr, Sie bitte, rechnen Sie mal aus, was kostet eine Scheidung? Ja, die haben da ein bisschen an meinen Namen gerechnet, dann hat sie das Geld umgehauen. Hat sie gesagt, entschuldigen Sie, meine Herren, eine Scheidung, die sind einmal so teuer als wie Hochzeit. Hat der Rechtsanwalt auf die Schulter geklopft und hat gesagt, ja, Sie werden aber alleine einen Freund damit holen. Also, aber noch immer kein Jäger noch erinnern hat, vielleicht hat sich das geändert. Jeder kennt ja die Stiefel vom Hansi Hinterseher, seine bösen Mumpuz. Da hat es irrtümlich einen Jahr gegeben, der hat auf seine Stiefel geschossen. Das hat von der Weiden mit Feldstecker so ausgeschaut, wie wenn er bei seinen Haxen zwei wilde Viecher hätte, die ihn fressen will. Und der hat auch lauter Wanderlieder geschrieben. Warum schreibt der Hansi Hinterseher Wanderlieder? Weil das sind Lieder, wenn du die hörst, dann bleibst du bei der Freundin. Aber wenn wir heute schon beruflich auch unterwegs gewesen sind, ein Gemeindearbeiter ist uns ja gestern aufgefallen. Kannst du dich noch erinnern? Ja. In Lichten. Ja, genau. Na, da sagt man ja zu denen die schnellen Hirsche. Die schnellen Hirsche deswegen, da hat der Vorarbeiter gesagt, Fensterputzer im dritten Stock geht leichter, schneller als wie im ersten. Und der andere hat gesagt, na, wie kann das sein? Dann hat er gesagt, na, du Trottel, kennst dir nichts aus, weil wenn wir im dritten Stock putzen, wirst du die Latte nicht von dir feingraben. Und da hat einer versehentlich einen Schläg zusammentreten. Und der Vorarbeiter hat gesagt, wieso hast du das gemacht? Und er hat gesagt, na, das Blöde verfolgt mich schon den ganzen Tag. Thema Geld angeredet haben, ist ja momentan eine schwierige Zeit. Kannst du mal sagen, wie man tragischerweise oft zum Geld sagt, oder gibt es ja so ein Sprichwort, oder mehr so eine Phrase, was ich schon oft gehört habe, kennst du das? Mit dem Einkommen ist schwer auskommen, und ich glaube, das war, es ist ja schon oft vorgekommen. Ja. Also halt leider Gottes nicht zum Beneiden, aber leider Tatsache. Da war am Himmelstor, hat es geklopft beim lieben Petrus. Und der Petrus geht hin zum Himmelstor, klopft auf, also macht auf, nachdem geklopft wurde. Steht einer draußen mit dem Lenkrad. Hat er gesagt, was ist denn nachher mit dir passiert? Hat er gesagt, passt, eine lange Geraden, viel scharf gefahren, eine Längskurve habe ich übersehen, wie er es rausgekommen hat. Ein Bahn in der Wiesn. Und genau in den hat es mir reingekommen. Hat er gesagt, na komm einer. Das hat nicht lang gedauert, ein paar Minuten später hat es schon wieder geklopft. Steht einer draußen mit der Klopapier mit. Hat er gesagt, was ist denn nachher mit dir passiert? Hat er gesagt, weißt du, ich war bei dem Unfall hinterm Bahn. Und da sind, das habe ich am Anfang vergessen zu sagen, im Kaffeehaus draußen, die zwei älteren Damen, die mir da begegnet sind. Und die eine Dame hat ja einen Tigerhut aufgehabt, also einen Hut mit einem Tigerdekor. Ja. Und dann sind sie miteinander geredet und haben gesagt, wo hast denn du den schönen Hut her?
Und sie sagt, ja weißt, ich war auf Safari, bin ich ja umgegangen. Ja, da sind wir halt dort aneinander gestiefelt mit quer und alles, hat sie gesagt, wir holen die Stauden auseinander und auf einmal ist er da gestanden. Der Tiger. Und sie gesagt, dann weißt du, wie der da und der Tiger. Und der andere hat gesagt, ich bin da schon ganz narrisch, der Tiger macht doch nicht, der macht, der so macht es, der brüllt doch. Und sie gesagt, ja schau, aber mein Tiger ist verkehrt da gestanden. Damit haben wir dann noch geredet über eine Gerichtsverhandlung und also der Indianer ist aufs Gericht vorgeladen worden und wie es dort hinkommt, ist der Gerichtsdiener gekommen und hat gesagt, hören Sie, bei einer Strafsache, das dauert ein bisschen länger, müssen Sie ein wenig warten, nicht bis dran kommen. Und die warten dabei und auf einmal hört sie den Richter im Nebensaal drinnen, warum sind Sie hier? Da hat er gesagt, ich habe den Stein ins Wasser geworfen. Der Richter hat gesagt, das ist kein Vergehen, Freispruch. Der zweite einer kommt und hat gesagt, was haben Sie gemacht? Sagt er, der wärst geholfen, den Stein ins Wasser zu werfen. Und er hat gesagt, das ist kein Vergehen. Freispruch, gehen Sie heim. Dann ist der dritte einer gekommen und hat gesagt, was haben Sie gemacht? Und er hat gesagt, ich heiße Albert Stein. Ich fordere jetzt auch noch was ein. Bitte. Das habe ich jetzt letztens erst wieder gehört. Von einer Freundin, also bei meiner Freundin. Hast du eine andere auch oder mehrere? Männer schnarchen halt auf die Nacht. Es ist ja nichts Neues. Wird bei Ihnen wahrscheinlich nichts anderes sein. Nehmen wir mal an. Männer kennen sich oft halt auch am nächsten Tag oder sie kriegen gerne in der Nacht. Jetzt, wo einmal eine Dame, die hat einen Hund gehabt. Der Hund hat so laut geschnarrt. Sie ist zum Tierarzt und hat gesagt, ich halte das nicht aus, entweder ich muss den Hund einschläfern oder ich muss ihn angehen, das geht nicht. Sagt die Tierärztin zu der Dame, Sie können da mit Lorbeeren, so wie ein Umhang, also wie so, wenn man es früher kennt bei der Formel 1, und wie es dann gewonnen hat, hat man so einen Kranz umgehängt, den Fahrer. Und sowas muss man den Hund auf dem Schwarz, also am Penis rennen und dann wieder auf zum Schnurren. Und der macht das, der probiert das aus und auf die Nacht, der Hund schläft durch, der hat sogar nicht mehr im Bett schlafen können, kein Geräusch. Und so sieht oft, wenn das beim Hund geht, dann geht das beim Mann auch. Jetzt wacht der Mann am nächsten Tag auf, ich muss mir das vorstellen, wenn das uns zwar passiert war. Ruft der Maus seinen Freund an und sagt, hörst du, war ich gestern unterwegs? Sagt er, ja, ja. Dann waren wir im Dumpf wie einer, gell? Sagt er, ja, ja. Hast du was von einer Siegerehrung? Musikalisch ein kleines Ständchen vorbereitet. Der Ernst ist nämlich ein sehr guter Gitarrenspieler. Wollt ihr das hören? Ja. Auf jeden zweiten Sessel wird sich ausgelegt, steht in der Text. Ich habe von Brandy geschrieben. Ich brauche ja wieder Unterstützung, also warum ist mir jetzt tolle Mitsinger, weil sonst spiele ich nicht. Sehen Sie mit, wenn es falsch ist, dann ist es noch geschehen. Ich will mir das Mikrofon übernehmen, weil sonst geht es mir auch zu stark. Noten habe ich keine, aber ich lege mal den Text her, dass ich ein bisschen witziger war. Und zwar im Rhythmus sollte das eigentlich jedem bekannt sein. Vom Lied irgendwann bleibe ich dann dort. Da ist ein bisschen Lautsprach mitsingen, das wird nicht. Den drei Freiwillern am Schluss noch ein paar Minuten wieder mit. Vielleicht kämpfen dann draußen ein bisschen. Das Mikro. So. Lieber Daniel. Ja, Einsatz. Sind wir auch lautstark mitsingen? Alles klar, es wird nicht. Irgendwann bleibe ich dann drüben. Die letzten zwei Stunden waren sehr schön.
Thank you.